Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der rechten Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der linken Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des rechten Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des linken Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der rechten Seite. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unserer Seelen zu heilen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich, weil du über alles liebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns.
durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzünde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das erste lichtreiche Geheimnis, die Taufe im Jordan. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Matthäus 3, 16, 17. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den Gott Vater am Jordan als seinen geliebten Sohn uns vorstellt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das zweite lichtreiche Geheimnis, die Hochzeit von Kana. Am dritten Tag fand in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Johannes 2,1-5. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf der Hochzeit zu Kana sein Erbarmen und seine Macht offenbart. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit und das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das dritte lichtreiche Geheimnis, die Verkündigung des Reiches Gottes. Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus 1,15. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde. Und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde. Und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seiner Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns zur Abkehr von der Sünde in seine Nachfolge beruft. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das vierte lichtreiche Geheimnis. Die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor. Sechs Tage danach nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Matthäus 17,1-2. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der auf dem Berg Tabor verklärt worden ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,
Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das fünfte lichtreiche Geheimnis. Die heiligste Eucharistie. Während des Mahles nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Matthäus 26, 26. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflutere das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der unter uns, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in der heiligen Eucharistie unter uns gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der unter uns in der heiligen Eucharistie gegenwärtig ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute das ganze Fegefeuer und die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden. Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Liebes Flammenlitanei, gegrüßet seist du, Maria, in deren unbefleckten Herzen die Gottesliebe und die Menschenliebe ohne Unterlass brennt. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens unsere Seelen durchdringe, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme uns zur vollkommenen Gottesliebe führen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme unsere Herzen zur wahren Menschenliebe entzünde, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o Mutter, die erwärmende Lichtquelle für die Familien sei, erflehe uns diese Gnade. Dass durch diese Lichtquelle die Familien geheiligt werden, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens auch die Seelen der Kinder durchdringe, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens uns dem Weg weise, erflehe uns diese Gnade. Dass wir auf dem von deiner Liebesflamme erleuchteten Weg gehen können, erflehe uns diese Gnade. Dass wir durch deine Liebesflamme den Sinn unseres Lebens erkennen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens auch die kleinste Schuld von unserer Seele tilgen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme uns zum Guten anrege, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die Liebesflamme, o himmlische Mutter, an unsere Brüder und Schwestern weitergeben können, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die verfinsterten Seelen erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die erkalteten Seelen erwärmen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass von deines Herzens Liebesflamme auch die verhärteten Herzen erweichen mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass deines Herzens Liebesflamme die Gleichgültigen aufrütteln möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deines Herzens Liebesflamme die Seelen
zum apostolischen Eifer drängen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die aus deinem Mutterherzen entströmende Liebesflamme jeden Menschen erreichen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlischer Mutter, die Gottesliebe in unseren Seelen entzünden möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Herzens das Feuer des Hasses auslöschen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlischer Mutter, die Regierenden der Völker erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die von deinem Mutterherzen geschenkte Liebesflamme bis zu unserem Lebensende bewahren mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass wir bei dem sanften Lichte deiner Liebesflamme nach dem Himmel streben mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens unsere Sterbestunde erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die von dir ausströmende Liebesflamme in uns immerwährend brennen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens die ganze Welt überstrahlen möge, erflehe uns diese Gnade. Heiliger Josef, Heiliger Josef, du hast in Bethlehem, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes, für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, hilf auch uns eine Herberge, eine Herberge für die Liebesflamme, für die Liebesflamme in den Herzen, in den Herzen der Menschen zu, der finden. Mensch zu finden. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Gegrüßet seist du, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Evas. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend, in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, du unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria, bitte Amen. Für uns, dass wir, auf dass wir würdig werden, die Verheißungen Christi. Amen. Amen.